Heute sprechen wir über drei Eigenschaften, die Frauen maximal triggern und hassen und die euch sofort in die Andromeda-Galaxie, in ihren Orbit abschießen, wenn ihr diese drei Verhaltensweisen gerade im Dating-Kontext an den Tag legt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich habe sehr viel Zeit in den letzten Wochen investiert, um mir interessante Studien zu diesem Thema herauszusuchen. Ebenso habe ich eben auch versucht, sehr, sehr reflektierte Frauen zu befragen. Das heißt, ihr werdet heute richtig geilen Content bekommen. Ja, wir starten auch sofort rein in die Olga. Hallo, Olga. Was ich halt schon richtig, richtig geil finde, ist, dass sehr, sehr viele Frauen am Anfang immer sagen, wenn man sie fragt, so, was sind denn so No-Gos? Oh, ja, hier, da habe ich eine ganze Liste, ja, und da kommt dann halt wirklich eine Liste, die so lang ist wie mein Schwan. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Liste. Warum? Ist ja völlig normal, weil Frauen eben ihren Wert demonstrieren wollen und zeigen wollen, wie tugendhaft und wie toll sie sind und wie stark eben sie hier selektieren, bevor ein Mann auch irgendwie nur in ihre Nähe kommt und irgendwas mit ihnen anfangen kann. Und wir wissen natürlich ganz genau, ja, wenn sie dann immer sagen, nein, nein, ich will nicht so ein Macho-Typ, nee, nee, dann ist es halt doch so, dass dann der Bruno Dübel am Start ist, relativ schnell, und sie wegflext. Und dann heißt es dann, naja, der war ja gar nicht so, nee, nee, so habe ich das ja gar nicht gemeint, bla, bla, bla. Dann wird halt im Nachhinein das alles wunderbar immer gerechtfertigt, ja. Also sprich, die Liste, die so lang ist wie die Bibel, ist meistens nicht die Liste, die wirklich relevant ist. Die Liste, die wirklich relevant ist, die habe ich jetzt dabei. Und da starten wir direkt mit Punkt Nummer 1. Und da geht es nämlich um das Thema Unsicherheit und einfach nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ja, und das ist im Prinzip auch ein ganz, ganz einfaches Thema, weil ich das ja auch schon relativ häufig in meinen Videos gebracht habe. Aber ich muss es trotzdem hier bringen, weil es unfassbar wichtig ist. Es ist einfach so, dass Frauen gar nicht dich auf dem Radarschirm haben, wenn du nicht in der Lage bist, sie einfach anzusprechen und deine Unsicherheit zu überwinden. Und da geht es nicht nur um die Ansprechangst, sondern natürlich auch im Gespräch mit der Frau selbst. Wenn du unsicher bist, sie anzusprechen, wenn du unsicher bist, einfach klar zu kommunizieren, worauf du heute Bock hast auf einem Date, wenn du unsicher bist, nach der Telefonnummer zu fragen, wenn du unsicher bist, sie zu küssen, überhaupt zu wissen, worauf du zum Beispiel Bock hast, dann wird eine Frau das verstehen und dann wird sie dich mit Shit-Tests überziehen und am Ende wird sie dich einfach abschießen, weil Unsicherheit und Zweifel und eben dieses Nicht-Initiativ-Werden das absolute Gift ist für jede Anziehung. Und hier habe ich euch eine Studie mitgebracht und hier geht es darum, dass Frauen eben durchsetzungsfähige und selbstbewusste Männer ganz klar bevorzugen. Frauen sind wie Trüffelschweine, die riechen die Unsicherheit. So, dann kommen wir auch zu Punkt Nummer 2 und da geht es eben um dieses typische Thema Widerspruch. Also wenn du halt permanent in allen Punkten mit ihr übereinstimmst und eine Meinung hast, ja, nur weil du eben willst, dass sie dich mag, dann ist es halt der absolut falsche Schritt. Und das ist halt auch so ein Kindheitskomplex oftmals, weil wenn eben ein Mann von seiner Mutter oder von Frauen erzogen wird, dann neigen die Frauen, die dich erziehen, halt dazu, dass du dich halt brav verhältst, weil das ist natürlich das Beste, ja. Der hört, der ist brav, wunderbar, dann kann ich ihm Aufmerksamkeit, Liebe und Bestätigung geben. Und dieses Verhalten führt halt meistens bei Frauen zum genauen Gegenteil, weil Frauen selektieren eher als Partner eben Männer, die auch mal konträre Meinungen haben, die auch mal vielleicht Widerspruch bringen können, die einfach nicht so aalglatt sind und versuchen, ihnen auf Krampf zu gefallen, weil das ist halt ein Zeichen dafür, dass der Wert dieses Mannes eher nicht so hoch ist. Das heißt, natürlich hast du deine eigene Meinung. Wenn sie Punkrock mag, dann musst du nicht auch Punkrock gut finden. Oh mein Gott. Also ich höre wirklich alles, aber ich höre mir auch gerne Punkrock an. Nur weil du dir davon erhoffst, dass es dann besser läuft. Das wird es nämlich nicht. Das heißt auch nicht, dass du jetzt auf Krampf einfach nur ihr nicht zustimmen musst, sondern hab halt einfach deine eigene Meinung und vertritt die, selbst wenn du aneckst. Und hier habe ich auch eine Studie rausgezogen. Da geht es darum, dass sich Frauen für zuvorkommende nette Nice Guys eben in der Tendenz nicht interessieren, während
bei Männern das genau der Gegenteil der Fall ist. Wenn hier eine Frau eben sehr konform ist, dann finden Männer das in der Tendenz deutlich ansprechender. Aber nach wie vor sind natürlich Titten wichtiger. Ich mag Titten. Nee, wirklich, ich. Ich mag Titten. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3, nämlich Schwäche zeigen und rumheulen. Ja, und das ist natürlich jetzt wieder das absolut beste, kontroverseste Thema, das wir ausgraben können. Aber es ist halt einfach Fakt. Viele, viele Frauen behaupten, ja, insbesondere in der feministischen linken Bubble, ja, Männer müssen ihre Gefühle zeigen, sich von dem toxisch-maskulinen Rollenbild entfernen, weinen, ja, dann leben sie ja auch länger und dies, das, jenes, ja. Und das ist halt Bullshit. Natürlich können Männer ihre Emotionen zeigen, auch weinen, auch Schwäche, auch jammern. Das gehört alles auch dazu, zu einem Leben. Aber, und jetzt kommen wir halt zum Punkt. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr Frauen attraktiv findet und halt auch bei diesen Frauen landen wollt, dann bringt es nichts, über eure Vorunkel, über irgendwelche Ex-Freundinnen, über irgendwelche Zahnarzttermine oder sonstiges rumzuheulen oder dass eure Arbeit gerade so stressig ist und ihr euch mit eurem Chef nicht versteht. Dessen ist alles Schwäche und Emotionen, die genau in die falsche Richtung gehen. Emotionen in der Tendenz sind was Gutes. Ja, bringt die Frau ruhig in so ein State, wo sie einfach total dieses Knistern und diese Spannung spürt, wo man über tolle Situationen redet, gerne auch mal über negative Situationen, aber bezieht es nicht auf euch und zeigt mega die Schwäche und diese Emotionen, weil das werden Frauen vielleicht sagen, dass sie das gut finden, aber sie finden es nicht gut. Ganz im Gegenteil, gerade wenn ihr eben auch von Krankheiten oder sowas redet, dann werden sich die meisten Frauen auch von euch ekeln. Da gibt es auch eine Studie dazu, die eben zeigt, dass Frauen sich davon geekelt fühlen. Und das kann ich sogar bestätigen, weil das gilt eben auch für Frauen, also wenn Frauen das einem Mann erzählen. Ja, ich hatte eben auch mal so eine Phase, da hat mir dann auch eine erzählt, dass irgendwie ihr Rückgrat irgendwie verkrümmt ist und dass ihr Becken irgendwie einen komischen Winkel hatte und dass sie irgendwie mit einem offenen Rücken geboren wurde. Das war alles total creepy und total seltsam, ja. Vor allem war das halt einfach so eine richtig, richtig hübsche blonde Bombe und trotzdem war das total irritierend für mich in der Situation. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich sie jetzt küssen? Soll ich ihr jetzt ein Taschentuch geben? Oder soll ich jetzt, keine Ahnung. Es war einfach schräg und ich kann mir gut vorstellen, insbesondere als Frau, wenn du eben auch biologisch bedingt viel, viel stärker selektieren musst, mit wem du eben auch hier was an den Start bringst, dann wirkt es halt mega, mega creepy und ich bin mir zu 100% sicher, viel testet, dass dich das auch wirklich ins Nirvana schießt. Ja, im Grunde genommen sind diese ganzen Themen alles auch keine Kern- und Physik- und Raketenwissenschaft, ja, sondern es sind eigentlich relativ einfache Dinge. Du musst eigentlich nur sehr authentisch sein und einfach in dich reinfühlen und dir überlegen, hey, worauf habe ich eigentlich wirklich Bock? Es gibt halt ganz viele Männer, die sagen, oh, das ist mir Schwanz, das ist mir egal. Und dann versuchen sie halt so einen Konsens auch herzustellen, so ein bisschen mit der Frau, ja, ja, genau, das stimmt, finde ich auch, bla, bla, bla. Und das macht halt keinen Sinn, ja. Viel wichtiger ist es einfach, in sich selber reinzuhören. Vielleicht auch ein bisschen in seine toxische, maskuline Männlichkeit. Einfach mal gucken, was gefällt dir an ihr denn, ja? Was ist denn sexy? Was findest du gut? Und danach einfach auch handeln, statt einfach irgendwie immer nur konform zu sein. Also sei du selbst, aber nicht das du selbst, was du denkst, weil meistens ist man eben nur das du selbst, was halt ein Teil von Kindheitskomplexe ist, so ein Bündel an Limiting Beliefs und sowas und dann denkt man, ja, ja, das bin ich selber. Aber das bist du nicht. Du bist dieses männliche Ich, das auch wirklich einen maskulinen Zugang zu seiner Männlichkeit hat. Und wenn du danach handelst, dann klappt es in aller Regel auch mit den Damen. Und wenn du wissen willst, wie man das eben ganz konkret auf deine individuelle Situation übertragen kann, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du einfach mal in der Videobeschreibung unten auf den Link klickst. Da können wir dann nämlich ganz, ganz genau individuell mal deine Situation beleuchten. Und dann schauen wir uns das an, was wirklich wichtig ist
bei dir oder was vielleicht auch wirklich nur unrelevante Komplexe sind, auf die du lieber zukünftig nicht mehr hören solltest. Damit auch du in Zukunft noch viel mehr Erfahrungen mit wunderschönen, tollen Frauen sammeln kannst. Und vielleicht musst du dann zukünftig bei mir lernen, wie man auch Körbe vergibt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, dein Marcel, adios. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd.